und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt, Zeit für ein Gassi2Go. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in der Zeitung, da gibt es heute eigentlich nur ein großes Thema. Und das sind jetzt nochmal die Abiturnoten. Es schwappte ja in der letzten Woche schon rein. Dort hat eine größere deutsche Zeitung über die Noteninflation gesprochen und hat die Zahlen aus 2018 zusammengetragen. Und da war eine Zahl hochinteressant, nämlich in Zusammenfassung kann man sagen, dass 2018 jeder vierte Abiturient im deutschen Durchschnitt eine 1 vorne stehen gehabt hat. Und besonders interessant war es in Thüringen, da waren es, ich glaube, 37,8% der Absolventen, die eine 1 vorne stehen hatten, also ein 1er-Abi. Und da muss man sich natürlich fragen, ist jetzt auch ganz egal, ob ich jetzt die erste Zahl, also jeder vierte, oder die Zahl aus Thüringen nehme. Das sind natürlich Zahlen, wo man sich einfach überlegen muss, kann das wohl so richtig sein? Kann es wirklich so sein, dass heute jeder vierte das Gymnasium mit der Gesamtnote sehr gut verlässt? Ist das richtig? Und da gibt es ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Und mehr gibt es ja nicht. Entweder sind die Kinder heute schlauer geworden oder sagen wir besser angepasst auf die Schule oder es ist einfacher geworden. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Schauen wir uns beides an. Also sagen wir mal, die Kinder sind schlauer geworden und besser angepasst. Das erste kann ich nicht beurteilen. Das zweite möglicherweise wohl. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass heute so mancher Schüler eben ein Ziel vor Augen hat und sagt, hey, ich bin bereit, dafür richtig was zu tun. Und dann kann man vielleicht feststellen, dass es heute viel, viel einfacher ist, für die Schule zu lernen bzw. sich auf Prüfungen vorzubereiten. Denn nie war Wissen so einfach verfügbar wie heute. Das heißt also, ich stelle mich hin und wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann muss ich eben nicht mehr wie früher in die Bücherei rennen und hoffen, dass ich irgendwie ein Buch bekomme und meine 27 Mitschüler hatten die gleiche Idee. Nein, heute ist das viel einfacher. Heute schmeiße ich das Handy an oder das iPad oder was auch immer und gucke mir das Ganze im Internet an. Und wenn es ganz gut läuft, dann hat das schon irgendjemand für mich als Video aufbereitet und ich kann mich berieseln lassen. Und natürlich sind Jugendliche heute auch viel besser im Bereich Vernetzen. Das heißt also, man guckt mal, hey, was war denn letztes Jahr, was war denn vorletztes Jahr und was war das Jahr davor? Und häufig ist das Ganze auch verfügbar, sodass man sich halt wirklich gut auf Prüfungen vorbereiten kann. Ob das immer was mit Intelligenz zu tun hat, da kann man sich drüber streiten, aber auf jeden Fall ist das effektiv. Und das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass die Leistungen, beziehungsweise die geprüften Leistungen, auf jeden Fall besser geworden sind. So, das muss man einfach so stehen lassen. Auf der anderen Seite steht der Verdacht im Raum, dass die Prüfungen eben auch viel, viel einfacher geworden sind. Und das könnte verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist es der Druck der Eltern, dass man einfach da keinen Bock auf Stress hat. Ich möchte nur an den Sommer erinnern, was schon wieder los war, dass das Mathe-Abitur viel zu schwer war. Was natürlich jetzt im Nachgang zu dieser Nachricht ja schon fast ein Witz ist. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Betrachten wir das Ganze weiter, muss man aber sagen, so eine riesige Anzahl von guten Noten führte mittelfristig zu einem großen, großen Problem. In der letzten Woche habe ich mich darüber mit mehreren Lehrern unterhalten und da kam das Wort Noteninflation auf. Und Noteninflation fand ich super und einer der Lehrer, der sagte ganz beleidigt so, naja, man muss das ganz entspannt sehen. Ihr nehmt einfach eure Abiturnote aus dem Jahr, in dem sie die gemacht habt und rechnet für jedes Jahr, welches dieses Abitur nun her ist, einfach 0,1 Noten ab. Dann habt ihr ziemlich genau die Note, die ihr heute hättet. War natürlich böse und sarkastisch gemeint, aber naja, wer weiß, vielleicht ist da was dran. Und natürlich hat das auch erhebliche Auswirkungen. Wenn wir jetzt also die Thüringer nehmen, wo also da knappe 40% ein 1er-Abitur gemacht haben und wir nehmen ein anderes Bundesland, nehmen wir Niedersachsen, da waren es nur knapp 20%, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Thüringer Abiturient einen begehrten Studienplatz bekommt, viel höher als von dem Niedersachsen. Und dann sind wir natürlich mal wieder bei dem Thema Zentralabitur. Wie sieht's denn aus? Funktioniert das so? Wie kann das sein, dass 16 verschiedene Bundesländer mit 16 verschiedenen Bildungssystemen sich am Ende aber bundesweit auf alle Universitäten bewerben? Und ist der Leistungsstand auch gestiegen? Schauen wir an die Unis.
dann sieht die Sache irgendwie ganz anders aus. Dort lese ich immer wieder, und das könnt ihr auch ganz einfach überprüfen, dass viele Universitäten mit den Leistungen der, der startenden Studierenden überhaupt nicht zufrieden sind und immer mehr Universitäten bieten Aufbaukurse an. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Wie kann es sein, dass wir so viele richtig gute Einser-Abiture haben und auf der anderen Seite da Aufbaustudiengänge stattfinden müssen? Das passt doch irgendwie dann auch nicht. Und was wird die Konsequenz sein? Und ich glaube, das ist jetzt wichtig für alle. Die Konsequenz wird sein, man muss aufpassen, dass man das Abitur an sich nicht entwertet. Betrachten wir das Abitur als Zugangsschein für die Universitäten und den Numerus Clausus als die größte Herausforderung, dann kriege ich natürlich in dem Moment ein Problem, wo ich dann vielleicht nur noch Einser-Abiturienten habe. Dann ist nämlich die Note nichts mehr wert. Habe ich ganz viel davon, ja, dann bringt mir auch mein NC nichts mehr, weil wenn der NC dann irgendwie bei 1,0 angekommen ist und ich immer noch zigtausende Bewerber zu viel habe, naja, dann wird es eben die Aufnahmeprüfung geben. Und eigentlich war ja die Grundidee des Abiturs die, dass man eben keine Aufnahmeprüfung hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, verstehe ich natürlich die Universitäten absolut. Wenn also diese Siebfunktion oder Sortierfunktion des Gymnasiums durch die Note nicht mehr vorgenommen wird, naja, dann werden die Universitäten das regeln. Ich weiß auch keine Lösung. Was soll man denn machen? Es ist natürlich völlig legitim, als Universität zu sagen, wir möchten die Noten nur an die Besten geben. Also, wenn die Noten weiter nur aus Einsen bestehen, dann denke ich, wird eine Überprüfung an den Unis, sprich eine Aufnahmeprüfung, unumgänglich sein. Tja, das kann man gut oder blöd finden, aber wahrscheinlich wird da einfach kein Weg dran vorbeiführen. Naja, gut. Und wie sieht eine Lösung aus? Tja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich da an keine Lösung, weil das würde ja bedeuten, dass man da härter durchgreift. Das fordert so manche Lehrergewerkschaft und auch so mancher Wirtschaftsverband fordert das. Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass man den Kindern und auch möglicherweise den Eltern mal wieder ehrlich sagen müsste, dass die Leistungen von Söhnchen oder Tochter eben keine Eins genügen und dass das möglicherweise auch nur ausreichend ist. Und vielleicht müsste man dann auch so weit gehen und sagen, dass vielleicht ein größerer Teil der Schüler, die heute am Gymnasium sind, vielleicht auch gar nicht ans Gymnasium gehören. Ob wir das erleben, das mag dahingestellt sein. Ob das am Ende nicht sogar wirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher sinnvoll ist und ob man nicht sowieso den Mittelstand und vor allen Dingen das Handwerk und die Ausbildung wieder stärken müsste und ob sowieso nicht so viele Menschen studieren, naja, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Muss aber letztlich auch jeder für sich bewerten. Ich wünsche mir schon lange, dass wir uns die anderen Schulformen, also sprich die Hauptschule und die Realschule und auch die berufliche Bildung, mal wieder ein bisschen genauer angucken und dass eben die Eltern nicht immer den Eindruck haben, dass nur ein studiertes Kind ein tolles Kind ist. Denn das ist der größte Quatsch überhaupt. So, und jetzt will ich von euch wissen, wie steht ihr dazu? Ist das Abitur zu einfach geworden? Und ist die logische Konsequenz, dass es demnächst dann nur noch Aufnahmeprüfungen überall an den Universitäten gibt? Oder seht ihr eine andere Lösung? Ich bin raus, ihr seid dran. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.